So. Und du bist auch fett am Bauen jetzt, oder was? Nee, eigentlich nicht. Ich bin jetzt, sag ich dir ehrlich, rumgelaufen, hab geguckt, dass ich so Kannibalenlager finde, die ich plündern kann. Weil ich habe ja quasi gar keinen Stuff mehr. Wenn du Hilfe brauchst oder so, sag Bescheid. Nice, ich habe endlich ein Klebeband bekommen. Und Draht. Oh ne, ich will endlich wieder schönes Wetter haben. Junge. Wie viele Nächte skippen ist eine Jahreszeit? Weiß man das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, der Winter geht viel länger als alle anderen Jahreszeiten. Ja, das ist die Kacke. Boah. Wir hatten gestern nach 7 Stunden Sommer und Herbst durch. Nee, sogar 6, weil eine Stunde Load haben wir ja gewartet auf die anderen. Das Game hat trotzdem viele Bugs. Nö, bei mir nicht. Nö. Ich denke, dein PC ist eventuell das Problem. Hast du schon mal geguckt, ob die Wärmeleitpaste auf der CPU ordentlich ist? Das ist meistens ein Problem bei so Spielen. Warum ist Sebo so ruhig? Weil ich bin voll erkältet, voll krank. Achso, okay. Ich hab gedacht, die hat die Stimme verschlagen. Nee, das ist ja schon seit gestern so. Da musst du aber ganz schnell fit werden. Nächste Woche, Wochenende ist dann Korborn. Ja, dann safe. Da krieg ich schon hin. Das wird ja allmählich besser, aber. Naja. Aber ihr dürft auch nicht mit zu hohen Erwartungen reingehen, ne? Nee, das sowieso. Weil das ist eigentlich eine Closed Alpha, also. Da ist noch nicht mal alles drin, was die im Early Access haben wollen. Okay, nee, passt schon. Ich denke, in erster Linie wird sich das Gameplay da wirklich auf Base bauen und Farmen beschränken halt, ne? Und dann die Raids abwehren, die kommen. Nee, also ich bin da völlig offen. Digga, es ist so lächerlich, wie die sofort hitten können. Man kann doch bestimmt irgendwie ganz smart abwehren. Aber Rechtsklick habe ich gestern schon versucht, geht nicht. So. Digga. Ich bin tot. Brauchst du Hilfe? Ich glaube, ich stehe jetzt direkt hier am Lager wieder auf. Ich mache einfach Respawn. Ich bin direkt bei denen an einem Lager. Ich wollte die wegklatschen. Die, also, ich finde, die, das hat einfach... Ja, ich bin direkt hier am Lager. Okay. Ich finde halt einfach in dem Spiel, das ist halt sehr unbefriedigend, in dem Volumen, wie du angegriffen wirst,
hast du gar keine Möglichkeit, Rüstung zu reproduzieren. Das stimmt aber auch. Also, safe. Aber... Ja, jetzt ist der große Aber. Wie willst du dagegen vorgehen? Wenn du Rechtsklick gedrückt hältst, abwehren geht nicht. Du kannst jetzt nicht deine 10 Schüsse von der Pistole... Was halt einfach sau kacke ist, guck mal, der kommt an, macht einen Sprungschlag, ne? Ja, so, dann hol ich mit der Axt zum Schlag aus, weil ich denke, ja, der macht einen Sprungschlag, der daneben gegangen ist. Dann kann ich dem ja nicht verpassen. Dann dreht er sich um und schlägt vollständig mit dem Knochen zu tot. Das ist halt, das hat für mich nichts mit einem Schwierigkeitsgrad zu tun, wenn der Gegner einfach so schnell immer zuschlägt, dass ich nichts machen kann, gefühlt. Aber vielleicht ist auch einfach die Axt das Problem, diese große. Ich glaube, die ist einfach viel zu langsam. Auch wenn die gut Damage macht, kassierst du einfach mit der viel zu schnell. Hast du schon mal versucht hier mit dem Schockstab? Den habe ich noch nicht so oft benutzt. Ja, ich würde den auch gerne oft benutzen, aber zu mir hier kommt leider nichts. Und ich habe auch gelesen, man hat wohl unendlich Munition. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich will es nicht testen. Nein, nein. Omar hat meine ganze Pistolenmunition verbraucht. Oh, okay. Das sind Schmerzen. Das sind Minimum 20 Zaps, wenn nicht sogar mehr. Der hat meine ganze Rüstung, alles an Materialien, womit man Rüstung herstellen kann, meine ganze Munition, mein ganzes Essen, meine Heilmittel, alles hat er aufgebraucht. Ja, okay, das ist frech. Der hat wirklich komplett alles aufgebraucht. Ich habe über 7 Stunden hinweg nichts davon großartig benutzt, habe mich sonst lieber eher sterben lassen, statt die Sachen aufzubrauchen. Und der hat einfach in einer Stunde alles aufgebraucht. Okay, also wirklich, mein ganzes Inventar. Das ist ein Typ, ehrlich, ey. Chat meinte auch, dass Reapers gestern deswegen richtig gebrochen war, weil Rumatra das alles aufgebraucht hat. Boah, Junge. Ich sag dir ganz ehrlich, fängt er an zu dupen, bin ich raus und spiel alleine. Da hab ich keinen Bock drauf, da war gestern schon mega langweilig, als wir uns alles gedient. Klar, wir hatten Zeitdruck. Aber sobald er anfängt hier zu cheaten, da bin ich weg. Da hab ich keinen Bock drauf. Okay, mit der kleinen Axt braucht man wirklich sehr viele Hits für die Gegner. Okay. Dann hilft nur noch der Schockstab. Testen. Oder Bogen. Aber da muss er auch erstmal treffen, wenn die angerannt kommen. Ja, Calvin ist richtig ineffizient mit seinen Stämmen. Der benutzt einfach die ich abgehackt habe, holt der von mir hier rüber nach meinem Platz. Das ist sinnlos. Schockstab ist auch keine Option. Okay. Wenn du die schocken willst, das dauert erstmal, weil der sehr lange vorher Schwung holt mit seiner Waffe. Wenn du die geschockt hast, dann zittern die so, aber der hat auch wieder Strom, ne? Du musst den Batterien regelmäßig reintun und alles. Ah, okay. Hab ich jetzt gerade einen Vogel mit einem Stamm erschlagen, den ich weggeworfen habe? Der ist vorbeigeflogen und ich werf das Ding und der stirbt. Wo ist er? Alter. Ach komm. Diese Crawler, die sind so clunky. Brauchst du Hilfe? Ich komme sofort. Nee, das ist nicht das Problem. Das ist einfach... Ich will auch gerade testen, wie man am besten gegen die kämpft. Aber diese Crawler, die sind auf dem Boden. Du siehst nicht mal, dass sie hinten... Du kippst einfach um. Die schlagen so schnell. Du siehst den Schlag nicht mal. Vielleicht sind die auch noch buggy. Weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber...
Ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, ja, wir haben eine künstliche Intelligenz, das ist alles voll geil und so. Die haben richtig Emotionen und ich sehe einfach nur, dass sie ankommen, einen schlagen und du bist tot. Ja. Und er tötet mich, während ich meinen Stuff wieder aufhebe. Ich werde nachher, wenn Rumatra kommt, sein ganzes Inventar verlangen. Alles. Und wenn er dir das nicht gibt? Dann töte ich den und nimm seine Sachen. Boah, ja, geht das? Ah ne, du kannst einfach so an seinen Rucksack. Ja moin, er geht einfach übers Zelt. Ja, das ist ja auch die Frage. Vielleicht mal rote Maske bei den versuchen? Ich weiß es doch nicht. Ich habe echt hier keine Gegner. Ich würde es gerne mal testen. Also ich finde, die Kannibalen sind wirklich viel zu übertrieben. Das sind auch viel zu viele. Also die Leute haben auch gesagt, auf normal ist das zu viel. Okay. Ja, jetzt bin ich wieder tot. Der ist so nervig gerade hier. Oh nein. Das Problem ist, wenn du jetzt hinkommst und der haut dich auch weg, dann sind wir beide hier die ganze Zeit. Weil wenn du an diesem, du kommst an so einen Pfahl und wenn du dann wieder rauskommst aus dem Pfahl, dann tötet der dich direkt wieder. Aber der geht auch nicht, der chillt hier im Lager die ganze Zeit. Ich kann es testen, easy, komm. Dann hängst du hier auch, sag ich dir so, wie es ist, Nemo, ne? Ich hab noch Pistole. Warte, wo ist die? Hier. Ich komm. Ich werde den jetzt direkt wieder von hinten mein Messer in den Kopf rammen. Wir hätten einfach nicht schwer nehmen sollen, weil das sind viel zu viele Kannibalen. Ja, ich glaube, wir werden uns alle ich verstehe ärgern, den, sobald die Nächte hier, was sind wir, Tag 15? Boah, ich glaube, also wir kriegen noch richtig Arschflattern. Was wolltest du sagen? Oh, sie kommt zur Hilfe. Wer kommt zur Hilfe? Die Mutantin. Die ballert mit der Pistole auf ihn. What the fuck? Alter, sie hat ihn gekillt. Okay, ich eskortiere dich jetzt. Jetzt wird's dunkel, ich komm. Das macht die schon. Die ist ja ultra strong. Okay. Die ist einfach hingekommen, hat den abgeknallt. Ach du Scheiße, hier laufen Crawler rum, ich geh durch. Ich laufe einfach zur Base. Ja, man müsste noch rausfinden, was die alles kann. Und was ich auch schade finde, ist, dass die einfach durch deine Mauer einfach durchrennen können. Ja, die bringt gar nichts. Das ist alles, das ist komplett sinnfrei. Deswegen finde ich auch den Schwierigkeitsgrad komplett useless. Weil, keine Ahnung, wenn ich mir so eine dicke Mauer hier baue und auf schwer spiele, dann will ich ja trotzdem, dass sie mich verteidigt. Ja, safe. Und das tut sie halt einfach nicht. So. Esse ich erstmal, damit ich wieder voll heile.
Max hat es ja gesagt. Ja, Max hätte am liebsten auf friedlich gespielt, wenn es gehen, wenn man könnte. Ja, gut, aber das Ding ist halt, es hat keiner damit gerechnet, dass das einfach so viele Eingeborene sind. Also das ist im ersten Teil nicht mal ansatzweise so anstrengend gewesen wie hier. Das stimmt, aber. Also hier wirst du wirklich gefühlt. Überleg mal gestern, wir hatten ja gestern nicht einen einzigen Tag mehr im Spiel nach Tag 5, wo wir nicht angegriffen wurden und teilweise wurden wir am Tag zweimal angegriffen. Das stimmt, ja. Und jedes Mal hauen die hier alles kaputt. So, ich lieg im Bett. Ja, ich auch. Warte. Speichern, aber immerhin klappt das jetzt mit dem Bauen hier. So, jetzt haben wir zumindest wieder Frühling. Guck mal, hier schreibt zum Beispiel jemand was Spannendes. Ihr habt ja auch direkt alle Einheimischen gekloppt. Bei mir sind manche Stämme friedlich. Die haben echt auf alles geschossen, was kam. Ja, ja, die haben alles angegriffen, was ging sofort. Ja. Und vielleicht ist da deine intelligente KI. Ey, es ist nicht mehr Winter. Yo. Boah, das sieht man aber echt spät. Oh, fuck, Gewitter und Wasser. Oh, leck mich am Arsch. Nein. Oh, ist das laut. So, der Calvin fängt jetzt wieder an zu fischen, ne? Ja, ja, ja. Der holt jetzt kein Holz mehr hier. Ja, alles gut. Der war eh useless. Ja, den solltet ihr sowieso nicht Holz holen schicken, ne? Warum? Also die Leute haben mir gestern mehrfach bestätigt, dass das passieren kann, dass der einen Baum abholzt, wo ein Baumhaus dran ist. Oh, okay. Da wäre ich schon sehr traurig, wenn der meinen Baum abholzt. Okay, dann müssen wir unbedingt den anderen auch noch sagen. Ja, Max war ja schon, nee, das wird er nicht machen. So was werden die niemals reingemacht haben. Ja, Flame, aber hier ist kein Safe Spot auf dem Wasser. Erstmal friert das im Winter ein. Und wenn du eine Seilrutsche rüber machst, können Seilrutschen benutzen. Hoffentlich klappt das jetzt. Ne, geht nicht. Oh, ich dachte. Oh. Okay, da finde ich ja auch kacke. Das. Der Boden ist überall dann unterschiedlich, weil du nicht anders bauen kannst. Das ist echt. Ja, egal. So langsam aber sicher komme ich wieder rein mit Rüstung und allem. Okay, top. Avento, danke für den Prime. Liebe geht raus. Das habe ich auf TikTok gesehen, so Lachflash gehabt. Was auf TikTok gesehen?
Aber immerhin wieder Wasser, dann geht das eigentlich wieder flott hier. Aber heute gehen wir mehr los, oder? Hier ist, Ja, erzähl. Ich glaube, der Stuff respawnt nach gewisser Zeit. Wir können Spots, wie zum Beispiel der Helikopter hier oben, kannst du wieder looten. Oh, okay, das ist nice to know, okay. Das ist gut zu wissen, weil so können wir jetzt richtig krass an Stuff wiederkommen. Dann laufe ich nämlich jetzt erstmal die Spots, die wir eigentlich schon gelootet haben, wieder ab und hol mir das Stuff noch. Jo. Ey, an mir soll's gar nicht liegen, also. Ja, ich gehe. Ich sag ganz ehrlich, ich habe echt ein bisschen Angst, dass die Blueprints, die gerade drinne sind, alle sind im Spiel. Boah, das wäre kacke. Dann hast du echt. Ja, okay, außer dann hast du wenig zu bauen. Wenig zu tun, ja. Ja. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass die da beim Bauen viel mehr reinbringen. Also viel, viel mehr. Also jetzt meinst du Sachen, die man bauen kann, ne? Ja, also... Ja. Keine Ahnung, hier Max hat ja so Beete gebaut. Ja. Da hätte ich mir einfach vielleicht verschiedene Größen vorgestellt. Auch, dass du die Blueprints vielleicht erspielen musst. Ja, wäre auch noch geil. Justin, ne? Vielen Dank für den Prime-Sub. Ja, ich weiß, dass sie gesagt haben, dass das Game erstmal rauskommt, aber noch nicht alles drinne hat. Aber es hieß ja von denen, dass Story und alles schon so weit fertig ist. Richtig. So, und ich hätte ja zumindest gehofft, dass das Game weit mehr Bauten hat als der Vorgänger. Ich hoffe, dass sie da auf jeden Fall noch mit Updates richtig was nachliefern, ey. Ja, das weißt du in 14 Tagen. Ich denke mal, der meiste Scheiß ist sowieso wieder versteckt. Muss er erstmal finden. Ja, wie gesagt, mal abwarten. Ich hoffe, dass wir da noch Blueprints finden. Ich sag mal als Beispiel die Beeren. Du kannst damit nichts anfangen im Moment. Ich fänd zum Beispiel geil, wenn die irgendwas bringen, womit du die dann irgendwie zu Getränken verarbeiten kannst, weißt du? Ja. Aber habt ihr da nicht gestern irgendeine Mische gemacht, wie ihr dann Energie bekommt? Ja, mit den Blumen. Das ist halt nicht das. Da kannst du so ein Energy-Teil herstellen mit. Okay. Hey, das ist wieder gefroren. Okay, das ist cool. Digga, wie viele Crawler kommen hier? Lass sie bloß weg von meinem Haus. Ey, da sind bestimmt 5 Stück oder so gerade. Wo bist du? Ach so, da hinten bist du, okay.
Oh, ich sollte mal essen und trinken, ey. Ja, Wasser ist einfach wieder gefroren. Und das Fleisch ist weg. Okay, werf nichts auf Eis. Das ist weg. Ja, wir haben aber ganz viel Fisch, der tut ja die ganze Zeit holen, ne? Nee, der ist ja vereist. Ich weiß nicht, ob der was holt. Wie, der ist vereist? Und der See ist wieder zu. Der ist wieder zugefroren? Ja, ja, ja. Die Mauer bringt selbst was nicht, wenn die zu ist, weil wenn die da einmal gegenhitten, hauen die so ein Stamm gefühlt raus. Ist der Stamm dann komplett kaputt oder kannst du wieder aufheben? Kommt drauf an, wie weit die den kaputt hauen. Oh, also ich glaube, wenn die einmal hauen, dann ist der so schräg und beim zweiten Mal geht der kaputt. Okay, das ist nervig. So, und dann habe ich ja noch so angespitzte Stöcke davor gemacht. Die verteidigen das zwar, da kriegen die Damage, wenn die reinlaufen, aber dann geht der Stock auch jedes Mal kaputt. Oh. Das ist richtig nervig, damit nachzubestücken. Also ich finde, die Sachen bringen einfach viel zu wenig für den Aufwand, den man dafür betreibt. Ja, okay, das ist... Ich sag mal so, wenn die jetzt einmal raiden kommen und mein komplettes Haus zusammenfällt, ey, hätte ich auch keinen Bock mehr, sag ich dir, wie das ist. Dann würde ich mir auch nur, weiß nicht, irgendwas bauen. Irgendwo auf dem Berg. So einmal eins. Ja. Also alles, auch am Helikopter ist alles respawned. Kann man alles wieder neu looten. So, mein Haus braucht nicht mehr viel, dann ist er fertig. Dann auch noch außenrum nur ein bisschen und dann war es auch. Ist jetzt die Frage, wie die Sachen respawnen. Ist das, wenn wir den Spielstand immer wieder neu laden, so, dass bei jedem Laden alles wieder nachbestückt wird? Oder ob das in regelmäßigen Abständen respawnt? Das ist wieder die nächste Frage. Weiß wieder keiner. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass der Loot nachspawnt, weil ich hatte echt Angst, dass der für immer weg ist. Weil dann wäre das echt sehr wenig.